So, hello again, ich bin wieder zurück hier. Hier regnet es, glaube ich, gerade. Deshalb bin ich in den Nether gegangen. Ja, der Base ist schon in den Nether gegangen, ich habe ein bisschen länger gebraucht, mein Sohn wollte nicht so ganz. Ich war noch dabei, hier Sachen wegzutun, jetzt weiß ich es wieder. Könntest du mir vielleicht 3 Diamanten mitnehmen? Mitbringen, meinst du? Ja. Ja, kann ich, habe 7 noch dabei. Weil ich weiß nicht, wie lange meine Spitzhacke noch aushält. Okay, Holz hast du aber und was, ja? Ja, Holz und Crafting Table, alles dabei. Okay. Wieso habe ich eigentlich schon wieder meine Unbreaking 3 und Silk Touch 1 Spitzhacke dabei? Die braucht man. Für was denn? Ja, wenn du Quarz abbaust, dann brauchst du Unbreaking. Und wenn du Glowstone abbaust, dann Silk Touch. Ja, ja, ja. Nicht? Ja, eigentlich schon, aber es ist meine einzige im Moment mit Silk Touch. Ach so. Ich habe auch nur, glaube ich, Silk Touch habe ich auch nur eine. Aber für Glowstone, für was sonst außer Glowstone kann man die gut gebrauchen. Ja, ja, ja. Von oben wäre so viel Quarz, ne? An der Decke. Ja, wo kein Mensch hinkommt. Ah, ich habe überhaupt nichts im Hochbauen außer Goldblöcke. Warum nichts von außer Goldblick ist auch eine geile Aussage, oder? Ja. Nee, ey. Machen wir hier mal ein bisschen Licht drauf. Ja, hier gibt's ja überall Netherzeug. Seit wann gibt's denn hier so einen Raum? Achso, den haben wir letztes Mal gebaut, ne? Irgendwas war auch da. Ja, die Treppen kannst du gleich runtergehen. Bin hier oben. Runter? Da gehen auch Treppen runter. Und dann hat da irgendwer Soul Sand hingesetzt. Den habe ich mal weggemacht. Jetzt rechts raus. Ja. Treppen hoch. Und dann siehst du mich auf der linken Seite oben schon stehen am Abgrund. Nein. Links von dir. Gibt's da oben noch Netherquarz, oder? Also ich habe gerade schon welchen abgebaut. Ich würde einfach sagen, wir gucken einfach nochmal rum, ne? Ist zwar fast dieselbe Richtung, wie wir das letzte Mal gegangen sind. Merkst du dir bitte, wo das Portal ist? Ich habe mir extra Koordinaten aufgeschrieben. Cool. Ja. Kenn mich doch. Ja, ich kenne auch mich. Ja, dann laufen wir einfach mal ein bisschen. Ja, übrigens, ne, für meine Abonnenten, ihr seid ja jetzt das erste Mal hier auf der gestrandeten Insel mit mir im Nether. Ich war schon mal. Aber leider, die Foren kann man auf meinem Kanal sehen. Ja, genau. Also wer das mal sehen will, wie ich gestorben bin, kann gerne mal bei Razor vorbeischauen. Haben sie wahrscheinlich eh alle schon. Ja, ich denke mal, nee, das, wie gesagt, ich war an dem Tag echt krank und habe irgendwie anscheinend verpeilt, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Darfst du keinen erzählen. Nee, es ist wirklich so. Aber, ne, es kommt vor. Geht's hier überhaupt weiter? Zur Not pudeln wir uns einfach geradeaus irgendwo durch. Dann landen wir in der Lava. Kann passieren. Oh ja, ein Netherquarz abgebaut und es hat noch was übrig gelassen, das ist ja geil. Oh, du hast schon wieder die schnelle Spitzhacke dabei. Ja, klar. Was hat die? Efficiency 5, Unbreaking 3, Fortune 3. Eine Forge-Spitzhacke nimmst du mit. Ja, warum? Du musst gut Geld haben, ne? Auf jeden Fall. Wieso? Wirklich? Haben wir jetzt beide das gleiche Erz gesehen? Ja, aber ich bin schneller da. Naja, ist schon gut. Gehen wir noch ein Stückchen nach oben. Ich glaube, ich buddel mich jetzt hier wirklich mal durch. Ich brauche Erz und ich brauche XP. Ich habe vorhin irgendwas, wie viel Level verloren? 49 oder sowas? Ja, so viel Level hätte ich jetzt dann auch gerne mal, denn ich würde mir gerne so ein paar Bücher verzaubern. Um mir dann wirklich auch mal so eine richtig geile Spitzhacke zu machen. Sowas wie ich habe, ja? Mhm. Ja, das musst du über Bücher machen, sonst kriegst du es nicht hin. Nee, kriegst du auch nicht, ich habe das gemerkt. Aber das Reparieren ist auch total teuer. Ja, das mag schon sein, aber wenn du da wirklich Unbreaking auf höchster Stufe drauf hast, dann reicht das auch ein bisschen. Wo bist du jetzt lang gegangen? Diesen langen Gang lang, oder? Ja, da, wo die Fackeln sind. Ich habe mich, bin noch ein Stückchen weiter nach oben gegangen. Ja, dann war da so ein langer Gang, oder was? Und da buddel ich mich gerade durch. Achso, das ist dein Gang? Ja. Ja gut, ich bin Fackelsätze nicht mehr gewöhnt, das mache ich ja nicht mehr. Ja, ich schon. Sonst hier Abonnenten blind und so. Ja, deswegen habe ich ja direkt meine Lichtquelle hochgestellt. Hä, wo bist du jetzt leer hingegangen? Bin immer noch in dem Gang. Okay, mit ganz vielen Fackeln drin. Dann war das nicht dein Gang. Also ich bin, wie gesagt, von dem Quarz, wo du abgebaut hast, noch ein Stückchen höher quasi gegenüber gegangen. Ja.
Da geht's dann durch. Also definitiv nicht da, wo ich jetzt bin. Ich geh gleich mal zurück und guck mal, wo du bist. Aber erst nehme ich hier das Quarz mit. Weil dafür sind wir ja hier. Kommen wir irgendwie nirgendwo raus? Jetzt bin ich in ein Loch gefallen. Ich höre zwar hier einen Gast, aber... Den höre ich auch. Also, die bist du nicht lang gegangen scheinbar. Also wie gesagt, da wo du hochgegangen bist zu dem Quarz, bin ich noch ein Stückchen höher, dann links. Und da geht dann ein Gang rein. Ah. Ja, da bin ich lang gelaufen. Und dann? Ach, du Schande. Hast du dich nach unten gebuddelt? Nein, geradeaus durch. Ich komme mal zurück. Ja, hat sonst keinen Sinn hier. Der Nether ist so überbevölkert. Das muss doch hier reingegangen sein. Boah, das gibt's doch keinen Gang hier. Hier. Da hinten, na gut, ich habe hier einen Gang gesehen, da war auch einer. Da gut, da war hier schon jemand. War so. Ist ja auch mit Sicherheit, hier war auch schon eine Fackel drin. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, denn wir sind hier ziemlich weit oben und da geht's ziemlich bergab. Aber da unten wäre Quarz. Wo denn? Du kannst ja mal hier lang shiften. Ich muss da auch mal lang shiften, ne? Ich kann auch mal shiften, ja. Und da unten wäre ganz viel Quarz, ne? Ja, Shift drücken. Und da quasi da hinten, unter uns. Jetzt steht die Frage, können wir uns hier jetzt irgendwo runterbauen oder so? Also hier unter uns fliegen wir wahrscheinlich runter. Ich guck jetzt einmal mal. Ich habe keine langsame Spitzhacke, das kann ich mit meiner nicht machen. Dann sind wir direkt, heiß! Ich hab Lava gefunden, ich sehe schon. Einfach hier vorsichtig runter. Mhm. Ich bin hinter dir. Ich trinke mal einen Schluck. Du hast ja, ich habe ja Zeit, ich sehe dich ja, wie du da baust. Ohohoho. Lava oder Loch? Ja, da wäre beinahe ein Loch gewesen. Gucken wir mal, ob ich da weiter bauen kann. Ne, da ist auch kein Boden drunter. Das könnte jetzt schwierig werden. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's wieder ein Stück. Wieso, du hast doch Wasser dabei, hast du gesagt, oder? Ich dachte, man kann Wasser setzen. Nee, ich habe kein Wasser dabei. Ich wollte mir doch Lava mitnehmen. Ja, ach so. Was hast du? Geht's da runter? Ja, aber nur so ein bisschen. Nur so ein ganz kleines bisschen. Also total weit eigentlich. Oha, geht das hier runter, Alter. Ich hab mal so rechts rausgeguckt. Puh, schnell wieder zumachen, damit man nicht außersehen da reinrennt. Noch eine Fackel. Wie gesagt, bei mir ist alles taghell. Ich empfehle dir auch diese Einstellung. Du brauchst nie wieder Fackeln. Das ist ja langweilig. Findest du? Ich find's angenehm, für die Abonnenten vor allen Dingen, weil die sehen alles. Also wenn du hier eine Fackel setzt, macht das bei mir lichttechnisch überhaupt keinen Unterschied. Als wenn da keine Fackel wäre. Okay. Weil das Höchste, was du machen kannst, ist Brightness 10 und die habe ich halt eingestellt. Da geht's wieder tief nach unten. Echt? Sehr tief? Ja, ich glaube, das überleben wir nicht. Ich guck mal eben rechts raus. Mal gucken, wo wir hier sind, ob man hier irgendwo rechts rauskommen kann. Gucken. Ah, oh, so tief ist es gar nicht mehr hier. Warte mal, hier wird's doch runtergehen, oder? Machen wir hier wieder zu. Da drüben, da sehe ich was. Das heißt jetzt, noch ein Stückchen darüber. Ich könnte einfach mal unter dir das wegkloppen. Ja, ist schon gut, ne? Mit mir kann man es ja machen. Genau, und jetzt quasi hier rüber. Nur rüber, nicht runter? Ja, ich möchte hier noch nicht gleich runterspringen. Aha. Wie weit geht's da? Lass mich mal gucken. Das ist doch nichts mehr. Hier müsste es eigentlich gehen, ne? Eigentlich ist das nicht mehr so weit, oder? Müsste eigentlich klappen. Jo, geht. Und viel tiefer runter kommst du nicht mehr, weil es ist überall die Höhe. Jupp, passt doch. So, und der ganze Quarz war hier drüben. Hier war aber schon jemand. Guck mal hier. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Okay. Aber trotzdem ist hier drüben, glaube ich, noch eine Menge Quarz. Hier ist auch noch eine Menge Quarz, ja. Wo bist du jetzt hingegangen? Welche Richtung? Hier rüber. Da hinten, okay. Ja, ich komme auch mit dir. Lass mal zusammenbleiben. Ja, warte mal. Hier links von mir ist auch noch Quarz. Kannst du abarbeiten.
Eigentlich müsste man mal ab Level 30 mal wieder rausgehen, weil man dann das Ganze, ne, aber... Ja, und das ist gleich auf dem Buch zaubern. Ich höre hier übrigens einen Magma-Schleim. Ja, den habe ich gerade schon gesehen. Schießt ja auf dich. Magst du den? Diesmal bin ich vorbereitet. Wieso? Hast du einen Bogen dabei? Aber der ist zu weit weg. Der sitzt. Auch nicht. Du bist ja ein Langweiler. Du musst Ping-Pong spielen. Ja, ich weiß, das hatten wir das letzte Mal ja gemacht. Wer das sehen will, kann bei mir. Hör doch jetzt mal auf! Ist über mir, dass der immer hier hinschießt? Immer noch die. Ach, da bist du. Ja. Ist aber zu weit weg. Der da oben, ja, der ist zu weit weg. So, dann gehen wir mal in die Richtung, wo ich vorhin das, das ganze Quarzzeug gesehen habe. Yes, oder wäre auch noch gut Glowstone, ne? Glowstone habe ich noch ein paar Stacks. Ja, nee, ich nicht mehr wirklich viel. Das nehme ich mir mal mit. Ich meine, das ist auch zum Protzen, das ist natürlich richtig geil. Quarz, Glowstone und Gold, Dinger sind natürlich zum Protzen richtig geil. Ich würde ja aus Diamantenblöcken bauen, aber das ist dann doch ein bisschen sehr viel. Ah, oh, das Glowstone mit, okay. Bro, der Gas ballert mich jetzt gleich runter. Klar. Erwartest du was anderes? Da bringt mir das Shiften nicht mal was. Her mit dem Zeug, alles meins. Da, 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 da. Wir machen Quarzfarm, Quarzfarm, ja, das machen wir. Wir farmen Quarz. Denn das macht Spaß. Ach, übrigens, hast du die drei Dias für mich dabei? Ja. Gibt's jetzt im Moment keinen Plan? Ich glaube, du bist da hinten weiter. Hinter dir bin ich, hinter dir. Einfach nur umdrehen, dann siehst du mich. Wo umdrehen? Umdrehen war gut. Wieso hast du gefunden? Hier, wo der Gast. Komm einfach zum Gast. Ah, okay. Der ist direkt neben mir. Und den habe ich gerade gesehen, die Beinchen von ihm. Nehmen wir vorher noch ein bisschen Quarz mit. Ja, ich bin links von dir jetzt. Ich habe gerade Level 20 erreicht. Oh, ich bin erst bei 9. Mit null Level hier reingekommen. Oder glaube ich, ein Level hatte ich, wo ich reinkomme. Ich hatte auch einen. Oh, Quarz, sehr geil. Also, ich bin im Bergkopf hier eine dicke Ader. Da ist hier eine dicke Ader. Das ist immer gut. Schießt du auf mich oder auf mich? Auf dich? Okay. So, jetzt kommen wir her. Dank meiner Spitzhacke muss ich ja nicht lange auf einem Fleck bleiben und renn immer direkt weiter, bevor er mich trifft. Oh, er ist tot, ich hab's gehört. Nein. War da noch einer oder was? Nö, die halten zwei Schüsse, also ich habe nur einen Power 1 Bogen. Ach so. So, ich sollte vielleicht mal was essen, ne? Mit 2,5 Hungerleisten. Ja, ich muss auch essen. Da hinten bist du, auf der anderen Seite bin ich, wenn über diesen Abgrund rüber. Ich hab dich gerade gesehen, ja. Ich gucke hier nur, ob hier noch irgendwo Quarz rumhängt. Mach das, dafür sind wir hier. Nö, da oben, das lohnt nicht für zwei. Da wäre eine Menge. Normal. Da kommen wir doch hin. Hier, eine Decke ist total viel, aber ich bin nicht an die Decke hoch, weil die Decke ist mir ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass ich schon mehr abgearbeitet habe. Ich war ja schon nach dir, war ich ja nochmal in der Höhle, habe Quarz gearbeitet, mehrere Sex und so. Okay. Aber irgendwie ist es immer noch genug hier, ne? Egal, wo man hingeht. Da kann man ja gleich wieder die Dinger draus machen, ne? Ja, ja, Blöcke, die direkt. Quarzblöcke. Ja, ja. Ja, ja. 15 Quarzblöcke bisher. Magere Ausbeute. Müsste ich gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo du bist gerade. Neben dir gleich. Jetzt okay. Hinter dir. Okay. Aber hier ist noch so viel Quarz überall. Ja, arbeitet alles ab. Ist ja gut. Solange wir ungefähr in der Richtung sind, wo du. Wenn einer von uns beiden weiß, wo der andere ist, haben wir schon mal. Wie gesagt, ich brauche dann bald mal. Ich muss dann eh bald bei dir vorbeikommen. Ja, da muss auch eh bald vorbeikommen, genau.
Vielleicht gibt es in der Höhle kein Quarz mehr, wir haben da alles abgearbeitet. Macht nix. Wer zuerst meint, darf's behalten. Ja, sehe ich auch so. So, du bist da drüben. Sollen wir hier mal einen Crafting-Treff machen? Können wir. Du hattest jetzt 13 Blöcke auf Quarz, oder hast du es gesagt? 15, oder? 15, ich habe schon mal 1 Stack auf jeden Fall. 16. Ja, du hast da auch eine schnellere Spitzhacke, ne? Ja, ich hab 74. Das wolltest du 3, ne? Yep, für eine Spitzhacke. Was mache ich denn hier, mein Gott, so. Bitte. Dankeschön.